Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Conan Exiles Inner Season 3 und unser Auftakt zum Finale. Ja, wir werden uns in dieser Folge auf den Weg machen. Wir haben im Rucksack alle Items, die wir brauchen, um das Armband zu entfernen. Und ja, großer Auftakt, wie gesagt, zum Finale, um die Exiles zu verlassen und damit auch zum Ende von Season 3 zu gelangen. So, unsere beiden Damen werden uns hoffentlich begleiten. Die werden wir einfach mal mit in den Schlepptau nehmen. Und dann machen wir uns auf den Weg. Wie gesagt, wir werden den Weg jetzt nochmal komplett gemeinsam nochmal zu Fuß laufen. Einfach um nochmal einen schönen gemeinsamen Abschluss für diese Season zu bekommen. Wir werden wahrscheinlich nochmal unter anderem, oder besser gesagt unterwegs nochmal die ein oder andere Gelegenheit haben, nochmal vielleicht ein paar Sachen da nochmal, ne, zu besprechen, vielleicht nochmal ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen, was die Season so ein bisschen aufgekommen ist oder was wir erlebt haben, was jetzt auch gerade neu war, ne? Zum Beispiel mit der Tavernenmechanik und das Ganze. Und wir lassen uns einfach mal überraschen. Machen quasi einen schönen, entspannten Ausflug jetzt Richtung Ende. Und wenn wir dann soweit sind, dann werden wir gemeinsam, wie gesagt, schön entspannt die Exiled Lands dann halt auch verlassen. So, bin ich mal gespannt, was uns noch erwartet. Wie gesagt, unsere Damen, gut, die kommen gerade. Die dürfen sich erstmal schön drum kümmern. Wenn ein todbringender Succubus nicht reicht, dann muss noch ein zweiter mit ran, ne? Aber die werde ich auf jeden Fall beibehalten. Also ich denke mal, in den nächsten Seasons werden wir die dann auch wieder sehen. Das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Jetzt prügeln sich beide drum, wer wen töten darf hier, ne? Die denken sich jetzt auch so, oh shit! Haben sie gleich schon zwei Succubus massakriert. Die haben aber auch gar kein Glück gerade, ne? So, die Frage ist, wo ist der andere geblieben? Wir lassen sie mal noch ein bisschen kämpfen, ne? Bin ich mal gespannt, wie der finale Stand sein wird von den beiden. Also sprich, welches, mit welchem Level wir hier aus den Exiled Lands rausgehen. Oh, das war sogar namhafter. Blut der Zerstörer. Den hatten wir zum Anfang, glaube ich, schon einmal, ne? Das war einer von denen, der mir bugtechnisch irgendwie durch den Boden gesackt war. Der steht irgendwo unter der Map noch rum und wartet darauf, dass er mal wieder eingesammelt wird. Was nicht passieren wird. So, Kiste können wir zur Not auch nochmal einen Blick reinwerfen. Auch wenn es jetzt eigentlich nicht mehr lohnt, aber ne, einfach der Vollständigkeit halber einfach nochmal reingucken. Ja. Glaube ich, dass die kann hier durchschießen? Ja. Machen wir nochmal einen schönen entspannten Fußweg Richtung Finale. Das Einzige, was ich mal ein bisschen schade finde, ist halt, dass dann die komplette Map immer resettet wird, ne? Wie gesagt, ich hatte jetzt bewusst extra in der letzten Folge mit euch nochmal einen gemeinsamen kompletten Rundgang gemacht, wo wir uns nochmal alle Basen und so angeschaut hatten. Weil ich eigentlich ursprünglich immer so ein bisschen geplant hatte, die Season zu beenden und im Nachhinein dann nochmal einen Rundgang zu machen. Nochmal mit einem extra Video, wo ich dann nur die Basen nochmal zeige. Aber, ja, ne? Dadurch, dass wir halt entsprechend die komplette Map resetten, sobald wir das Armband ablegen, wäre das gar nicht mehr nötig oder gar nicht mehr möglich gewesen. Warum war jetzt die Entscheidung dann entsprechend da, das Ganze direkt in einer Folge nochmal zu machen? Ja, die kümmern sich schon. Wäre interessant zu wissen, wie viel Schaden die kriegen würden, wenn es Friendly Fire geben würde, ne? Wenn sich auch unsere Begleiter gegenseitig treffen würden. Na ja, gut, hier ist nichts, was wir unbedingt bräuchten. Lohnt sich eh nicht mehr, noch irgendwas noch großartig mitzunehmen, ne? Oh, ja, wobei die Lebensmittel. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Rührt ein wenig aus meinem Real Life her, ne? Leckere Lebensmittel, die kann ich nicht, die könnte ich nicht, So, das war der gute Tarman, den haben wir auch nochmal ein paar Liebesgrüße geschickt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Nehmen wir die Steine mal mit. Schlimm, ne? Kann nicht mal Sachen liegen lassen, wenn wir sie gar nicht mehr bräuchten. So die Kleptomanie, ich muss alles mitnehmen. Echt schlimm. So, jetzt natürlich die große Frage, müssen wir gleich mal auf die Karte gucken. Wo es sich am meisten jetzt noch lohnt, überhaupt noch lang zu laufen. Doppelpeitschenschlag abgekriegt. Ja, jetzt sind natürlich überall nochmal Schätze drinnen. Ich hatte, wie gesagt, erst auch nochmal überlegt gehabt, weil ich das ja gesagt hatte, dass wir zum Abschluss nochmal eine Level 6 Purge nochmal starten. Aber da war, wie gesagt, ein so ein Schwachpunkt in unserer Verteidigung kam und die halt einfach nur durchmarschieren würden, glaube ich nicht, dass sich das nochmal großartig lohnen würde. Macht, glaube ich, nicht mehr so viel Sinn. So, wir müssen bloß mal gucken. Ich denke mal, wir werden hier einfach uns mal durchbewegen. Ne? Gehen wir hier oben lang Richtung Savanne. Dann kommen wir nochmal in der Nähe von der Festung nochmal vorbei. Und da nochmal einen Blick drauf werfen. Aber einen schönen Marsch Richtung Finale nochmal. Brauchen wir die? Nee, brauchen wir gar nicht mehr. Ist schon wieder hell genug. Ja. Nach uns dann quasi die große Sintflut, ne? Dann bricht alles zusammen. Wir haben ein Imperium gegründet und das wird dann zusammenstürzen, sobald wir uns dann aus den Exatlands zurückziehen. Ja. Schön die ganze Umgebung nochmal genießen. Icke nochmal schweifen lassen. Da muss man sagen, auch wenn die Exatlands größtenteils wirklich Ödland sind, ne? Also sprich hier so Trockengebiet. Hat es trotzdem schon was, ne? Man wird immer, wenn man wieder an dem Punkt ist, dass man auf dem Weg ist, die Exatlands wieder zu verlassen, wird man irgendwann dann doch wieder ein bisschen wehmütig, muss ich gestehen. Das ist immer so ein bisschen... Klar, auf der anderen Seite freut man sich immer wieder, wenn man wieder neu beginnen kann, ne? Weil man dann schon wieder neue Ideen hat, was man bauen könnte und dann auch wieder dieser ganze Prozess, dass man sich wieder von vorne wieder hochlevelt, ne? Nach und nach sich wieder Ausrüstung organisiert, sich wieder Leibeigene besorgt, das ganze Prozedere. Das ist halt das Coole. Dass selbst nach Jahren, wo ich jetzt Conan Exiles spiele, ist dieser Prozess halt nach wie vor immer wieder schön. Wieder mal von vorne anzufangen. Wie gesagt, immer mal wieder neue Bauprojekte umzusetzen. Wie gesagt, ist halt nicht selbstverständlich. Gerade bei der Anzahl an Sandbox-Survival-Games, die es mittlerweile gibt auf dem Markt, ist das halt echt was Besonderes, dass ein Conan Exiles nach wie vor immer noch so fesselt. So, jetzt müssen wir bloß mal gucken, dass wir hier den richtigen Weg finden. Wir müssten jetzt hier nämlich rüber, ne? Prügeln wir uns nochmal durch das Lager hier durch. Muss ich aber mal gucken. Ich glaube, die 140 Folgen werden wir doch gar nicht mehr zusammenbekommen. Ich hatte jetzt nach der letzten Aufnahme mal geguckt, nach welcher Folgennummer wir aktuell überhaupt gerade haben. Das jetzt hier müsste, glaube ich, Folge 135 sein. Ne? Und da wir ja schon fast am Ende sind, ich werden wir genau die 140 Folgen lang mehr voll kriegen. Aber was nicht schlimm ist, wie gesagt. Das ist trotz alledem jetzt schon das umfangreichste Conan-Let's Play, was wir gemacht hatten. Wird auch nicht das letzte sein, ne? So viel kann ich euch ja schon mal verraten. Logischerweise. So, hier müssen wir rüber. Aber, wie gesagt, um nicht schon mal zu viel zu spoilern, die nächste Season und unser nächstes Conan-Abenteuer wird uns in unbekannte Gefilde führen. Also sprich, wir werden auf jeden Fall nicht in den Exatlands unterwegs sein. Das kann ich schon mal teasern. Es wird eine Umgebung sein, die wir so noch nicht gesehen haben, in keiner der bisherigen Seasons. Um schon mal wieder ein bisschen mehr zu teasern, quasi. Wird also nochmal extra nochmal was Besonderes. Ja. Unser Outfit passt hier schon ein klein bisschen besser, zumindest von der Tatsache, dass wir nicht so viel unnötige Kleidung dabei haben und hier übelst verdursten würden. Ist die jetzt schon ein bisschen besser.
Ja. Die Mädels kümmern sich schon drumherum. Um alles, was hier angestürmt kommt. Finde ich aber echt praktisch, diese Aura, ne? Dass zuerst wirklich immer die Begleiter angegriffen werden und dann erst hier. In den meisten Fällen zumindest. Ich hab nicht immer, wie wir gerade gesehen haben, ne? Aber in den meisten Fällen funktioniert es eigentlich immer. Ja, die könnten alle überleben, wenn sie uns einfach passieren lassen würden, ne? Die scheinen nicht wirklich am Leben zu hängen, habe ich das Gefühl. Oh. Naja, gut. Die Schätze nehmen wir dann mit in die Freiheit, ne? Das ist gleich unser Startkapital quasi für unser neues Leben außerhalb der Exitlands. Der Startkapital. So. Müssen wir mal gucken. Nebenbei können wir dann zur Not auch gleich noch ein paar Bosse mitnehmen. Weißen Tiger beispielsweise. Vielleicht noch den Elefanten. Können wir ja mal gucken. Einfach damit wir noch gemacht haben. Oh, der Soundtrack gerade, den liebe ich so unendlich. Hat einer der coolsten Soundtracks im Spiel, finde ich. Hat wirklich so ein bisschen was von Abenteuer, von Aufbruchsstimmung irgendwie. So, ne? Oh, die liebe ich voll. Generell der Soundtrack sowohl von Age of Conan, vom ursprünglichen Spiel. Age of Conan gab's ja vorher. Ne? Die Soundtracks von Conan Exiles sind ja alle aus Age of Conan, aus dem MMO. Und die sind halt echt cool. Kann man sich halt auch durchaus irgendwie mal unabhängig vom Spiel mal anhören, einfach zum Entspannen, mal zum Abschalten. Sind halt so Scores wie Herr der Ringe oder von Star Wars. Das ist halt alles so ein bisschen. Oder Witcher, ne? Alles so ein bisschen Soundtracks, die halt richtig cool sind. Passt gerade richtig gut so ein bisschen als musikalische Untermalung oder Begleitung hier fürs Finale. Das passt echt gut. Bin halt mega gespannt, ob wir nochmal eine weitere Karte von Funcom bekommen für Conan Exiles. Ne? Ob es nochmal eine offizielle Map, nochmal eine neue gibt. Weil, wie gesagt, die Isle of Zipta ist bis heute nicht fertiggestellt. Und auf den Exitlands gibt es halt auch noch überall leere Flecken. Ne? Wäre also durchaus noch möglich, selbst die beiden Karten nochmal ordentlich mit Content auszubauen. Aber wie gesagt, bin halt auch nochmal mega gespannt, weil eventuell noch mal ein bisschen Zusatz noch mal kriegen mit einer neuen Karte. Da könnten sie auf jeden Fall noch mal ordentlich Aufmerksamkeit aufs Spiel ziehen. Ne? Kartenerweiterung für Bestehende ist noch mal so eine Sache. Das interessiert wahrscheinlich eher so ein bisschen die Leute, die sowieso Conan schon spielen. Weil es sich dann halt noch mal lohnt, noch mal zum Beispiel die Exitlands noch mal neu zu beginnen oder dahin zurückzukehren. Aber eine komplett neue Karte, könnte ich mir vorstellen, wäre halt gerade für neue Spieler nochmal besonders interessant. Die vielleicht Conan Exiles vorher noch gar nicht gespielt haben. So, nicht mal. Wo ich halt auch mega gespannt bin, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, auf der Steam-Seite von Conan Exiles gab es ein Announcement für eine Umfrage. Da konnte man zum einen natürlich nochmal Feedback zum aktuellen der aktuellen Season geben, also sprich Age of War Chapter 3 und auch, es war zum Ende der Umfrage nochmal ein Abschnitt, welche Kulturen man sich noch vorstellen könnte für Conan Exiles. Da waren glaube ich 5 verschiedene, bisher unbekannte Kulturen nochmal zur Auswahl und da bin ich echt gespannt, was bei dieser Umfrage rausgekommen ist, ne? Für was sich die Community entschieden hat. Da bin ich echt gespannt. Weil damit dürfte man natürlich neue Rüstungen kriegen, neue Baukits. Das dürfte nochmal sehr spannend werden. So, mal gucken, ob sie den überhaupt treffen. Na, zumindest die Fernkampfangriffe passen.
Der hat wieder so eine riesige, Hitbox hier. Kann durchaus sein, dass sie den gar nicht treffen. Ah ja, doch, sieht auch ganz gut aus. Ja, wie sie einfach mal gar keinen Schaden mehr kriegen. Also unsere beiden Sukubi hier sind mittlerweile so stark, dass die wahrscheinlich den stärksten Gegner auf der Map alleine kaputt kriegen. Alter, der hat aber auch einen riesen Einzugsbereich von seinem AOE-Angriff hier, ne? Die sind gerade im Wettkampf mit Fala und Tirinessa, ne? Der macht mehr Schaden, der macht den entscheidenden Kill. Die streiten sich gerade ums Ziel. So, ihr dürft noch Wetten abschließen, ne? Wer macht den entscheidenden Schlag? Renessa oder Mephala? So, können wir ja mal gucken. Mephala hat den letzten Schlag gemacht. Oh, interessant. Hat aber auch den meisten Schaden von beiden abbekommen, wie es aussieht. Ist okay. So. Hiervon braucht man theoretisch nichts. Der hatte da Stahlbogen. Nehmen wir uns bloß nochmal den Dietrich mit. So, bisschen Fleisch, das haben sie sich verdient. Müssen wir mal gucken, hat hier Renessa eigentlich noch genügend? Oh, ja, sie hat noch mehr als genügend. Okay, also um die gute Renessa brauchen wir uns erstmal gar keine Gedanken machen. Ne? Die hat noch so viel Vorräte. Die hat noch einen halben Menschen oder eine halbe Armee im Inventar. Oh, Mephala. Ja, bei Mephala könnte man ein bisschen was nachlegen. Das war auch noch mehr als ausreichend, aber können wir mal nachlegen. So, dann machen wir da oben den weißen Tiger noch. Und dann haben wir hier schon mal alles erledigt, ne? Dann haben wir hier soweit erstmal alles erledigt. So, kurz mal einen Blick, wo wir gerade sind. Ah, das passt ganz gut. Wir könnten theoretisch nochmal einen kleinen Umweg laufen. Ne? Wir könnten auch hier nochmal ein bisschen den Blick schwenken lassen. Denn ich denke mal, wir sind schon fast am Ende, ne? Wir sind schon fast durch. Oder wir machen das so. Eigentlich ist es Blödsinn. Ne? Wir sind schon fast in der Nähe. Ich hatte jetzt zwar eigentlich damit gerechnet, dass wir noch etwa 2 Folgen brauchen, bis wir am Ende ankommen, aber ihr seht ja schon, ne? Wir sind schon fast in der Nähe da, wo Schluss ist, ne? Wo wir hin müssen, um die Exit-Lens zu verlassen. Da würde ich was sagen, dann machen wir das in der Folge direkt schon. Dann ist das direkt die Endfolge. Der krönende Abschluss sozusagen. Unnötigerweise nochmal Sachen einsammeln. Nochmal einen Dietrich, den wir nicht brauchen. Ja. Immer so Gewohnheitssache, ne? Ich bin das immer noch so gewohnt von früher, dass hier dann eben die Kiste lag, die man plündern konnte. Immer noch nicht so hundertprozentig bei mir drin, dass die Schätze jetzt alle in den Dungeons liegen bei den Endbossen, ne? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich das auch ab und zu immer noch passiert. Dass er quasi looten wollt, ne? Und euch dann erst im Nachhinein auffällt, hey, Moment, die gibt's ja hier gar nicht mehr. Da merkt man immer, wie lange man Conan Exiles schon spielt. Dass man da wirklich lange braucht, um das wieder aus sich rauszukriegen. Diese ganzen Gewohnheitssachen von früher. So, jetzt müssen wir bloß gleich gucken. Jetzt müssen wir hier irgendwo nämlich gleich rüber, ne? Aufpassen, dass wir einen Durchgang hier nicht verpassen. Weiter vorne, ne? Weiter vorne mussten wir, glaube ich, durch. Muss man genau aufpassen, dass wir hier den Durchgang nicht verpassen. Hätte auch eigentlich eine coole Stelle hier, ne? Sowohl mit den Statuen, als halt auch mit den ganzen Wasserfällen hier. Eigentlich eine coole Stelle. So, Ladies, ihr dürft. Ja. Und die beiden Damen noch mit ihrer Pflicht getan. So, dann gucken wir mal. Müssen wir jetzt bloß hier oben nochmal durch.
müsste man, glaube ich, richtig sein. Da hinten sehen wir nämlich in der Entfernung schon, wo wir hin müssen. Da oben ist schon die Stelle. Ah ja, genau. Und hier müssen wir jetzt durch. Hier müssen wir jetzt nämlich durch. Oder besser gesagt, da vorne. Macht keinen großen Unterschied, ob wir jetzt da vorne oder hier hinten durchlaufen. Gucken wir mal, ob es hier vielleicht ein bisschen besser ist, ne? Dass wir nicht so viel Wasser abkriegen. Ja, wobei die andere Stelle wäre wahrscheinlich doch besser gewesen. Hier kommen wir, glaube ich, gar nicht so einfach hoch. Müssen wir ein bisschen klettern. Ne? Ah. Sind wir uns nicht zu schade für, auch mal hochzuklettern. Schön mit dem Zweihänder hier nochmal. Oh, da fehlt doch jemand. Drücken dich... Ah, hier, wollte gerade sagen, wo drücken dich hier Rinessa schon wieder rum? Nicht auf den letzten Meter jetzt hier noch, ne? Verlustig werden. Das wäre ein bisschen uncool. Wir wollen schön mit den beiden Damen gemeinsam aus den Exit-Lanes rausgehen. Ja. Wildschwein, wenn es weiß, was gut für es ist, dann lässt es uns in Ruhe. Ja. Sind wir doch nochmal fast in unserer Nähe von unserer nordischen Basis, ne? Ich meine, gut, fast in der Nähe ist ein bisschen übertrieben. Es ist doch mal ein ganzes Ende weit weg. Ah, da kommt noch ein Wolf. Halt. Der wird seinen Tag bereuen. Hat er sich, glaube ich, anders vorgestellt. Hm? So, jetzt muss man auf die Karte gucken, wo genau wir hin müssen. Eins weiter müssen wir noch, ne? Eins weiter müssen wir noch. Theoretisch gesehen, ja, wobei es ist mittlerweile ein bisschen weit weg, ne? Hier gibt es nämlich nochmal einen zusätzlichen Boss, so einen skelettierten Anubis. Hm? Hatte ich vor kurzem auch in einer, auf YouTube ein Video gesehen, wo jemand ein Video gemacht hatte, oh, neuer Boss im Spiel, wo ich mir so an den Kopf gefasst habe und so gedacht habe, der scheint das erste Mal zu spielen. Ja, das ist kein neuer Boss, den gibt es schon immer. Oder nicht immer, aber der ist schon seit Ewigkeiten im Spiel. Es ist halt einfach nur ein Boss, den die wenigsten wahrscheinlich kennen, weil man da normalerweise an die Stelle gar nicht hinläuft. So, aber dann sind wir fast da. Schöne Tal hier nochmal. Ist immer ein bisschen ärgerlich, jedes Mal die neue Entscheidung, wenn man nochmal eine neue Sitzung hier anfängt in den Exatlands. Es ist halt immer wieder die entscheidende Frage, fängt man erstmal irgendwo im Beginnergebiet an, eine Basis zu bauen, oder geht man erstmal gleich irgendwo hin, wo man weiß, da ist eine coole Stelle, da will man später sowieso bauen. Ne? Immer diese Gratwanderung. Wobei es halt auch in den Anfangsgebieten schöne Stellen gibt. Es ist jetzt nicht so, dass man dafür extra hier sozusagen schon in höhere Territorien rein muss, die eigentlich erst Mid- oder Late-Game sind. Aber ja, wenn man jetzt nicht so baukulturell angelegt ist wie ich, dass man jetzt wirklich sein Hauptaugenmerk wirklich aufs Bauen legt, sondern eher aufs Erkunden oder wirklich hier um die Story zu machen und die ganzen Dungeons und alles, dann legt man da wahrscheinlich eher nicht so viel Wert drauf, wie ich, wie gesagt. So, dann müssen wir mal gucken. Na, der Bursche. Ah ja. Die eigentlich friedvollen Tiere, die sind dann gerade aggressiv wie verrückt hier. Ne? Echt kurios. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie hochkommen, ne? Müssen wir, glaube ich, ein bisschen klettern. Jetzt kommen wir hier ohne weiteres gar nicht hoch. Was gut ist, die Steine sind so gelegen, dass wir immer abschnittsmäßig hochklettern können. Dürfte uns nämlich dann auch die Ausdauer nicht ausgehen. Ja, wobei, mittlerweile haben wir halt auch relativ viel Ausdauer. Ne? Dürfte man, glaube ich, in einem Sprung schaffen, da hochzuklettern. Ist jetzt nicht mehr so immens hoch. Da kommen unsere Schuhe gerade gut zu tragen, ne? Mit den Stahl- oder mit den Metallspitzen vorne. Gibt noch einmal extra Glück, dass wir hier hochkommen. Ja.
Der letzte Gang sozusagen. So, dann hier nochmal hoch. Lass mal hier nochmal hochkraxeln. Hätte wahrscheinlich auch einen anderen Weg gegeben, aber das war für mich jetzt hier die einfachste und schnellste Lösung, hier nochmal schnell nochmal hochzulatschen. So, dann gucken wir hier hinten nochmal. Ich glaube, hier waren nämlich noch... Ah ja, da hinten ist nochmal Lore. Die hören wir uns nochmal an. Ich glaube, hier oben waren wir nämlich noch gar nicht. Dann hören wir uns das bisschen Geschichte nochmal an. Lass mir nochmal was Leckeres zu essen reinpfeifen. Wir hatten doch hier vorhin so ein paar schmackhafte Sachen eingesammelt. Ah, hier. Käferkebab. So. Holen wir uns die Schrifttafel hier noch. Und dann geht's Richtung Ausgang. Bonded One, you have come to the farmlands that give sustenance to our great empire. See the bounteous crops that bloom and blossom. If you have been assigned to such duty, be glad. Your days will be spent working the earth in sunshine and light. This is a good land, fertile and giving. If you are simply passing through, Bonded One, do not despair. We have other tasks for you. Das soll also das Farmland sein. Ich meine, klar, ne? Ist schön saftig grün, gibt überall Wasserstellen. Kann man sich denken. Oder kann man sich vorstellen, besser gesagt. Ach man, man wird immer ein bisschen wehmütig, wenn man Richtung Ende kommt. Hm? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das auch immer so ein bisschen passiert. Dass jedes Mal, wenn ihr quasi einmal die Exzellenz abschließt, ob euch das ein bisschen schwer fällt. Weil gerade hinter dem Hintergrund, wenn man halt viel gebaut hat und so, ne? Es wird halt alles wieder komplett auf Null resettet. Ja, ist immer schon ein bisschen Wehmut, muss ich gestehen. Ich kann eine Sache auch schon mal sagen. Das ist gerade auf euch auf YouTube jetzt ein bisschen gerichtet. Wenn ihr trotzdem noch ein bisschen Content für die Exatlens haben wollt. Ich habe mir das mal so vorgestellt, weil demnächst ja wahrscheinlich auch wieder der nächste Battle Pass starten wird und ich logischerweise dann halt auch wieder die Herausforderungen machen werde, dass wir vielleicht ab und an immer mal abends im Stream auf Twitch dann entsprechend hier auf den Exatlens ein bisschen was machen. Also wenn ihr live dabei sein wollt, mit mir ein bisschen schreiben wollt, ein bisschen erzählen wollt, wir ein bisschen uns unterhalten wollen und vielleicht auch ein bisschen hier für Conan Exiles ein bisschen fachsimpeln wollen, dann, wie gesagt, gerne mal bei mir bei Twitch vorbeischauen, schon mal ein Follow da lassen, dass ihr mitbekommt, wenn wir da live gehen und ja, dann abends dann mal gerne dabei sein, Spaß haben, wenn wir dann auch mal im Livestream in Conan Exiles hier auf den Exiles unterwegs sind. So, jetzt müssen wir mal gucken, welche Items wir alle brauchen. Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, ob das Ding schon immer so aussah. Ich glaube, das sah früher mal anders aus, ne? Kann mich jetzt auch täuschen. Oh. So, dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt alles reinpacken müssen. So, die Träne braucht man, glaube ich. Das Ding braucht man, glaube ich. Das Ding braucht man. Das Ding braucht man. Ich pack einfach erstmal alles rein. So. Ja, das Merkwürdige ist, hier passiert gerade gar nichts. Sind wir doch an der falschen Stelle? Tar des Chaosmundes. Ich meine, hier passiert jetzt nichts Großartiges, ne? Nicht, dass wir jetzt doch an der falschen Stelle sind. Bin ich gerade ein bisschen unsicher, muss ich gestehen. War der Meinung, dass das hier war? Bin ich gerade ein bisschen überfragt. Bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. So rum. Dass wir jetzt doch an der falschen Stelle sind. Das wäre jetzt natürlich auch ein Witz, wenn jetzt hier irgendwas geändert worden wäre, ne? So, Items haben wir drin. Ich mach mal eine Sache. Ich mach mal einen ganz kleinen Cut und vergewissere mich mal, dass das hier nicht innerhalb der Season jetzt irgendwie geändert wurde, ne? Dass wir wirklich an der richtigen Stelle sind. Sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder.
Ja, ich Trottel hatte vergessen, irgendeinen eins der Items natürlich noch in die Tasche zu packen. Und wir haben, hatten noch ein Item, das hatte ich in einer anderen Kiste. Darum haben wir es auf dem Weg unserer Reise gar nicht mitgenommen. Das musste ich jetzt schnell aus der Basis mal noch schnell holen. So, das hat es nämlich schon erklärt. Er hat nämlich hier noch den Stern des Meisters. Den brauchen wir nämlich auch noch. Ohne den können wir den Schlüsselstein nämlich gar nicht herstellen. So, und schon haben wir ihn. Alle Items verbraucht und wir haben den Schlüsselstein bekommen. Das war das Rätsels Lösung. Ohne den, Stern des Meisters können wir das Ding nämlich gar nicht zusammenbauen. So, und dann sind wir eigentlich am Ende angekommen, ne? Bloß nochmal ein kleiner Cut, wie gesagt, damit ich das Item holen konnte. Aber wir sind an dem Punkt, wo Season 3 offiziell endet. Ne? Wir haben viel gebaut, wir haben wieder jede Menge Abenteuer erlebt. Wir haben diesmal auch sehr, sehr viele Mods tatsächlich drin gehabt. Wie gesagt, die Liste hatte ich euch ja auch immer aktuell unter die Videos immer nochmal drunter gepackt. Falls euch irgendwelche Sachen davon oder Inhalte davon gefallen haben, könnt ihr euch die entsprechend dann über den Link dann direkt aus der Steam-Bibliothek oder besser gesagt im Steam-Workshop dann auch direkt nochmal holen. Und ja, das war Season 3, meine Freunde. Eine lange Reise endet hier. Und das wird natürlich, wie gesagt, nicht die letzte Reise sein. Die nächste Season habe ich für euch schon vorbereitet. Die wird dann ja wahrscheinlich in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen an den Start gehen. Muss ich mal gucken. Momentan spiele ich ja nebenbei noch Enshrouded. Ich würde mal vermuten, dass ich das jetzt erstmal so ein bisschen als Übergang, als Übergangslösung für das aktuelle Hauptprojekt dann erstmal nehme. Also sprich, Enshrouded wird dann jetzt aktuell erstmal so ein bisschen das Hauptprojekt sein bis zu den nächsten Wochen und ja, als nächstes wird dann, wie gesagt, die nächste Season für Conan Exiles dann starten mit einer Karte, die wir so noch nicht gespielt haben. Lasst euch da dann auf jeden Fall mal überraschen. Und dann würde ich sagen, ein letzter schweifender Blick in die Ferne über die Exile Lands, ne? Bisschen wehmütig, ein letzter Blick auf Hirenessa und Mephala, die uns gute Dienste geleistet haben. Und ja, dann würde ich sagen, den schweren Weg. Wir entfernen unser Armband und verlassen die Exit Lands. Und los geht's. Armband entfernen. Wir verlassen das Land der Verbannten. Und unsere Map wird komplett resettet. Ne? Kleiner Wermutstropfen, alle Gebäude, alle Basen sind dann weg. Aber ciao, ciao, Season 3. Oh. Wir sind nicht Anführer des Clans? Okay. Wir sind aber der Anführer des Clans. Okay. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Wir sind doch aber eigentlich der Anführer des Clans. Vorführeffekt gerade, ne? Das ist der Vorführeffekt gerade. So, wartet mal. Wir gucken mal ganz kurz im Admin-Menü. Doch, Gildenmeister steht aber drin. 40 Meter minus 100%. Nordheimer. Clan steht auch drinne. Ja, passt eigentlich. So, mal gucken, ob das jetzt einfach nur ein Bug war. Ach, jetzt wollte ich so einen schönen, epischen und wehmütigen Moment schaffen, ne, um das zu entfernen. Charakter gelöscht und das Spiel wird neu gestartet. Kann nicht aktiviert werden, wenn du der Anführer eines Clans bist. Oder verlasse den Clan. Ah, okay. Gut, dann müssen wir kurz den Clan verlassen. Das ist das Rätsels Lösung. Clan verlassen. Und Clan verlassen. Dein Clan wird gelöscht und all deine Gebäude gehen verloren. So, damit sind jetzt bloß noch Hirenessa da. So, also nochmal. Epischer Moment. Trommelwirbel. Auf Wiedersehen. Season 3.
Ja. Und Hirinessa und Mephala bleiben zurück. Hm? Winken uns aus der Ferne noch zu. Und damit sind wir zurück in der Freiheit. So, und damit sind wir am Ende, wie gesagt, von Season 3. Möchte ich nochmal ein großes Dankeschön ausrichten an alle euch da draußen, die das Projekt so fleißig bis hierhin, tatsächlich bis zum Finale unterstützt haben mit einem Däumchen. An alle natürlich nochmal großes Danke, die neu dazugekommen sind, die Teil unserer Community geworden sind im Laufe unserer langen Reise hier durch die Exatlands. Und ja, ich hoffe, ihr habt dann genauso viel Bock drauf auf die nächste Season. Wenn wir dann mit Conan Exiles, wie gesagt, in eine völlig neue Karte reinstarten mit einem neuen Abenteuer, was, denke ich, auch die wenigsten kennen werden. Lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video oder besser gesagt und oder in der nächsten Season dann bei Conan Exiles in der Season 4 dann. Macht's gut, bleibt mir schön gesund und ciao, ciao.